Kapitel 11. Der Feind in der Mitte. Halt dich raus, Kill! Das hier geht euch nichts an! Was soll das? Warum greifst du jetzt an? Natürlich geht uns das etwas an! Der Angreifer schreckte sofort zurück, als Epsilon, nun auch kampfbereit, einen Schwerthieb ausführte. Nun standen Kell und Epsilon also dem Feind gegenüber. Die Fronten klar. Natürlich hatte es eine Falle gegeben. Doch eine, die wahrlich überraschender war, als Epsilon je gedacht hätte. Polar. Gerade er. Selbst inmitten Polana Vatras gab es also auch in dieser Welt Verrat. Sogar vom selben Pokémon. Nur dass dieser hier nicht wiedergeboren war. Könnte dies auch bedeuten, dass das letzte Mitglied der Elite sich hiermit von alleine offenbarte? War die Plot-Elite etwa exakt dieselbe wie einst unter Epsilon? Nur abzüglich Endynalos, den es in dieser Welt scheinbar einfach nicht gab. Dann wäre Darkrai die Nummer 3? Aber dies war nicht unbedingt die erste Frage, die geklärt werden müsste. Diese primären Fragen bezogen sich nämlich auf jenen Mitstreiter des Kaisers, welcher sich nun offenbart hatte. Nein, es ist meine Sache. Und vor allem die des Meisters. Dieses Sorak sorgt schon für genug Aufruhr. Zudem muss ich den Plan leider ändern. Ihr könnt die Rüstung doch nicht haben. Erkläre dich. Los. Es sollte nicht viel zu erklären geben, was nicht einfach zu verstehen ist. Ihr habt euer Vertrauen falsch gesetzt. Ich kämpfe nicht für Polana Vatra, sondern für meinen Kaiser. Eigentlich wollten wir die Plot Armor erst vereinigen und dann auf der Stelle alles entsorgen. Aber seitdem Epsilon uns hierher begleiten wollte, hat der Meister den Plan umgeändert. Kurz gesagt, die Rüstung werde ich nehmen. Eigentlich sollte ich auch der Störenfrieden eine Lehre verpassen, aber darauf werde ich anscheinend verzichten müssen. Oh, du kannst es gerne versuchen. So will dein Meister also spielen. Ich habe einen anderen Vorschlag. Du verschwindest sofort. Wir nehmen die Rüstung. Und du machst deinem tollen Kaiser etwas klar. Er soll sich zweimal überlegen, ob er mich zur Feindin haben will. Denn er wird es bereuen. Nun, das wäre wohl auch eine Alternative. Da hast du recht. Allerdings bevorzuge ich meine Variante. Aus den Tiefen seines Beutels grub das Vulnona ein Reagenzglas hervor, dessen Inhalt Amagagas Namen nahezu zu schreien schien. Ihr habt eine letzte Chance, euch für den einfachen Weg zu entscheiden. Sagt Bescheid, wenn die Chance rum ist. Damit wir anfangen können. Epsilon hielt lediglich weiterhin ihr Schwert. Immer noch umzogen von bunten Schwaden. Die Kampfmoralen waren deutlich. Na dann, eure Entscheidung, euer Schaden. Ich hab zwar keine Ahnung, was genau das Zeug hier wieder macht. Aber Amagaga hat versprochen, dass es reinzimmert. Also. Dramatisch hob Polar das Reagenzglas an und schnippte den Korken herunter. Zum Wohl! Im nächsten Moment schluckte das Vulnona die gesamte Flasche auf einmal. Allerdings schien sich nichts zu verändern. Da stimmt irgendwas nicht. Was hat Amagaga? Polars Monolog verlief weiter. Doch nicht gleich, wie er begann. Stattdessen schien die Stimme zu hallen zu beginnen. Sie schien nicht mehr nur von Polar auszugehen, sondern auch von einer Stimme hinter seinen beiden Gegnern und weiteren. Ein Blick umher zeigte Epsilon, wie die Situation nun aussehe.
Und beinahe schon wollte sie es lustig finden. Das Vulnona war wieder ins Element eingetaucht, welches es als Marshadow in der letzten Zeitlinie hatte. Ach was! Interessant, interessant! Klon durch eine Flüssigkeit. Das macht von vorne bis hinten keinen Sinn. Aber warum sollte es auch? Immerhin steckt ja Magaga hinter. Und ich nehm's dankend an. Es mag unlogisch sein, aber auch effektiv. Vor einem Kampf gegen Polar hatte Epsilon alles andere als Sorge gehabt. Lediglich den gewissen Respekt, den sie jedem Kontrahenten erwies. Allerdings änderte sich die Lage, wenn es um rund 15 Exemplare ihres Sohnes ginge. In diesem Kampf könnte selbst ihre Schattenkontrolle nur wenig ausrichten, da sie immer nur einen Schatten steuern konnte. Und Polar hätte wohl Probleme gegen sich selber, aber eben auch nur im 1 gegen 1. Noch dazu kam der Fakt, dass Aurora immer noch nirgends zu sehen war. War sie etwa auch irgendwie hieran beteiligt? Na, niemals. Oder? Sie konnte nicht. Ein Blick zu Kell folgte. Sie durfte nicht auch für den Plot-Kaiser kämpfen. Wenn nun beide Mitglieder Polar Navatras Kell betrogen hatten, der ja ganz eindeutig gegen Polar stand, dann wollte das Sora gar nicht erst wissen, wie sich dies auf Epolyxus auswirken könnte. Also, habt ihr da noch mehr zu sagen oder wollen wir es hinter uns bringen? Eine Sache noch. Verpiss dich! Also doch nicht. Aurora sprang über den Kopf des originalen Polar hinweg. Und zeigte auch, weshalb sie so lange gebraucht hatte. Denn sie hatte auf dem Weg von den Wänden herunter noch etwas mitgenommen, um diesen Kampf etwas zu erleichtern. Kell, wie wäre es mit etwas mehr Power? Mit diesen Wunden kannst du doch nicht kämpfen. In ihrer Pfote trug Epsilons Tochter einen Feuerstein mit sich. Jener Stein, welchen Kell zu seiner Entwicklung benötigte. Das kommt gerade recht. Ich war mir nicht sicher, wie viel ich noch hinbekommen hätte. Ohne länger zu zögern, griff das Akani sich den Edelstein. Grelles Licht umgab ihn sofort, welches erst nach Sekunden in einer neuen Gestalt verebbte. Das kleine, kräftige Fukano Kell war geschwunden. An seiner Stelle hingegen stand nun ein kräftiger Löwe. Die Teile der Rüstung, welche Polar Navatra bereits besaß, immer noch als wären sie angegossen. Jeder Atemzug des Akani alleine schien genug, damit Funken durch die Gegend stoben. Jeder Schritt verrußte den Boden zu seinen Füßen. Jeder Blick entflammte die Seele des Ziels. So fühlt sich Entwicklung an. So ist es, ein Akani zu sein. Jetzt bereue ich schon beinahe nicht früher hergekommen zu sein. Mit zufriedenem Blick wandte Aurora sich von Kell ab. Nun die Augen auf das Original ihres Bruders gerichtet. Polar, das ist deine letzte Chance. Geh! Und lass dich nie wieder blicken. Du hast uns angelogen. Verraten. Du hast die ganze Zeit in Wahrheit gegen uns gestanden. Ich wollte nie, dass ihr in diesen Krieg gezogen werdet. Aber du musstest immer deinem Gerechtigkeitssinn folgen. So falsch er auch sein mag. Ich muss nicht gehen. Denkst du, ich habe Angst vor euch dreien, wenn ich so viele von mir haben kann? Du hast mit uns trainiert. Du warst einer von uns. Du warst einmal Teil von Polar Navatra. Aber für unser Team bricht nun wohl ein neues Kapitel an. Ein Kapitel, in dem jene stark sind, welche für die Wahrheit kämpfen. Und jene verschwinden, welche sie verraten. Ich brauche einen Kampf, um mich an diese Form zu gewöhnen.
Also darfst du als Erster die Kraft zu spüren bekommen, die hinter dem neuen Polanavatra stecken wird. Epsilon beobachtete dieses Schauspiel bloß. Nun wieder siegessicher. Kells Wunden waren geschwunden, als sein Körper sich gewandelt hatte. Seine Macht war angewachsen. Ein Pokémon wie Polar, welches so machtlos gegen den Feuertypen war, würde diesem Trio nichts entgegensetzen, auch wenn es 15 von ihm gab. Und nun endlich war der Moment gekommen, dies zu beweisen. Eine Schlacht entflammte. Und entflammte war auch das Wort, welches diesen Kampf am besten beschreiben würde. Denn die Hauptrolle, natürlich Kell. Von welchem Epsilon beinahe hoffte, dass er sich nicht wahrlich noch an diese Gestalt gewöhnen musste. Denn jetzt bereits wirkte das Arcani mächtiger, als er je in jener Zeit gewesen war, welche den Epolyxus in ihm erweckt hatte. Wenn dies wahrlich erst der Anfang der Entfaltung seiner wahren Kraft war, war es nur noch dringender als ohnehin, dass sie das Arcani auf ihre Seite zog. Nicht nur, da sie ihn nicht zum Feind haben durfte, sondern auch, da Epolyxus einen noch mächtigeren Körper zur Verfügung hätte, würde er erwachen können. Mit ihren bisherigen Taten hatte Epsilon die Wahrscheinlichkeit verringert, dass der Flammendämon wirklich einfallen könnte. Doch gleichzeitig hatte sie garantiert, wenn er es täte, dann gäbe es dieses Mal keine Überlebenden. Überlebende würde es in diesem Kampf jedoch schon geben. Mindestens 3 von ihnen. 4, wenn Polar rechtzeitig einsah, dass er keine Chance hatte. Seine Kopien griffen alle an, genau wie der echte auch. Jeder der Angriffe mit dem Ziel, etwas auszurichten. Doch gerade gegen Kell erfüllten sie dies einfach nicht. Das Gegenteil war jedoch durchaus der Fall. Jeder einzelne Treffer zerbarst eine Kopie sofort, insofern er nicht das Original traf. Jene Hiebe, die nicht ihr Ziel fanden, konnten schwerlich gestraft werden, da Aurora dem Arcani Rückendeckung gab. Der einzige Grund, aus welchem der Kampf nicht nach Sekunden endete, war, dass Kell den echten Polarbeiner nie treffen konnte. Was allerdings ausschließlich daran lag, dass dieser sich vor allem im direkten Duell mit Epsilon beschäftigte, während die Reste Polanavatras, oder eher die neue Gesamtheit Polanavatras, sich um die 14 anderen Feinde kümmerte. Dies war eine Gelegenheit, die Epsilon nur zu gerne wahrnahm. Zwar könnte sie ihre größte Stärke, die Schatten, weiterhin nicht entfalten, da alle Kopien Polars offensichtlich darauf eingestellt waren, sofort auf einen Schatten loszugehen, sobald dieser entstand. Doch sie fühlte sich ohne sicher genug. Und gleichzeitig, mit Aurora und Kell abgelenkt, hatte sie nun die Möglichkeit, mehr zu erfahren. Mehr darüber, was Polar über sie wusste. Sprich, Polar, weshalb will der Plotcaster mir denn eine Lektion erteilen? Was weißt du darüber? Ich weiß genau, dass du nicht bist, wer du behauptest zu sein. Du willst zu uns gehören. Oder behauptest es zumindest. Aber all den anderen Mon spielst du vor, unsere größte Feindin zu sein. Glaubst du wirklich, dass der Meister dir einfach so vertraut? Vor allem jetzt. Nach eigener Kraft machst du dich auf, im Ziel die Plot-Armor zu stellen, deren Erhalt dem Kaiser schadet. Du hast ihm bewiesen,
dass du nicht auf seiner Seite stehst und auch nicht vorhast, dies zu tun. Wenn es das ist, was er denkt, dann richte dein Kaiser etwas von mir aus. Ich suche nicht die Rüstung, da ich es wahrlich möchte, um ihn zu schaden. Ich brauche das Vertrauen Polana Watras. Wir brauchen es. Gerade jenes von Kell. Wer ihn zum Feind hat, riskiert zu siegen. Und ein Sieg gegen Kell als Feind wäre der Tod. Für alles. Für jeden. Ich habe euch erzählt von Epolyxus, dem Dämon. Und sagt mir, was wäre effektiver? Die Plattarmer beseitigen, sie niemals zu nutzen. Oder ihren Träger auf die Seite des Plottkaisers zu ziehen? Wenn die einzige Waffe gegen uns auf unserer Seite kämpft, dann ist der Sieg sicher. Und das sollen wir dir glauben. Deine Worte mögen einer theoretischen Wahrheit entsprechen. Kell auf Seiten des Kaisers zusammen mit der Rüstung wären ein Sieg. Aber hast du auch nur einen Beweis, dass dies wahrlich ist, worauf du aus bist? Wenn du uns beitrittst, hast du nichts zu gewinnen. Wenn du uns bezwingst, wird dir ewiger Ruhm zuteil. Du lügst! Ich kämpfe für eine Welt ohne Sünder. Terror und Schrecken verbannt. Wenn alle schwinden, die es nicht verdienen zu leben. Eine Welt, für die ich in einer anderen Zeit selber kämpfte. Und ich weiß, in dieser Welt kann ich die Fehler bereinigen, die ich selber gemacht habe. Aber ich weiß, dass ihr mir weiter misstrauen werdet. Weiter und weiter. Ziapola, gib mir wenige Tage. Mein Plan hat bereits begonnen. Bald genug werde ich einen Beweis haben. Handfest. Dass ich bereit bin, für den Plottkaiser zu kämpfen. Für dasselbe Ziel. Egal, was es kostet. Kurz. Schien Polar tatsächlich zu zögern. Anschließend blickte er sich um. Amagagas Trank hatte ihm wenig gebracht gegen die Übermacht, die sein einstiges Team nun darstellte. Gleichermaßen versprach Epsilon ihm, dass sie tatsächlich ihre Intention beweisen wollte. Mit beiden dieser Faktoren kombiniert, entschied er sich tatsächlich, ihrer letzten Anweisung zu folgen. Also gut, ich gehe. Für heute. Aber lasst euch gesagt sein. Folgt weiter dem Pfad, auf dem ihr nun geht, und ihr werdet es bereuen. Die Geduld und Gnade des Kaisers wird nicht ewig währen. Und ist sie ausgelaufen, werdet ihr jeden Schritt bereuen. Kell Aurora, haltet euch aus diesem Kampf raus. Ich will nicht, dass euch etwas geschehen muss. Aber Frieden hat seinen Preis. Dies waren die letzten Worte, bevor das echte Vulnona floh und seine letzten Kopien zerfielen.